Magst du mich? Wohl eher nicht, was? Sag, weißt du zufällig, wo Sir Roof ist? Hat mich bei einer wichtigen Übertragung versetzt. Ganz schön peinlich. Das war auch keine angemessene Bühne. Was hast du erwartet? Wie konnte ich das vergessen? Ihr reichen Bengel habt Ansprüche, was? Wie dem auch sei, ich hab, was ich wollte. Wir sind dem Krieg endlich einen großen Schritt näher. Sag schon, Glenn. Dieser Krieg ist doch nur ein Versuch, mich von Sephiroth abzulenken, oder? War zu offensichtlich, was? Egal. Die Vorbereitungen laufen. Wir werden selbst ein verheißenes Land erschaffen. Dein Vater wird es übertreffen. Ein billiger Abklatsch? Kein Interesse. Aber das ist genau, was du verdienst. Der denn auch? Wo ist der nicht? War kein Traum. Es war real. Die Welten verschmelzen und trennen sich. Und finden wieder. Zusammen. Nibelheim. Ja. Reunion. Selbst. Wie ist es jetzt?
Was hat Aeris da drin letztendlich gemacht? An. Damit sind wir startklar. Ist einfach nicht fair. Die schwarze Materie. Reunion. Wieso hat er die? Los, dann steigt mal ein. Ja, gleich da. Was? Das ist nicht gut. Zum Himmel. Nicht nach oben sehen. Jetzt gucke ich doch erst recht hin. Dann mach halt, aber krieg keinen Schock. Da ist nichts. Die sehen's nicht, du siehst es. Ist nur eine Illusion. Mehr nicht. Okay, nach Norden. Wir suchen Sephiroth. Norden? Genau, er ist dort. Soldatintuition. Nicht schlecht. Bist ja doch ganz nützlich. Na gut. Wir vertrauen dir, Cloud. Das Vertrauen mal nicht missbraucht. Alles hängt von dir ab. Vergiss das nicht. Ist eine schwere Last. Bereit dafür? Was heißt hier schwere Last? Wir haben keinen Platz für Extra-Gepäck. Nur keine Sorge. Ich komme damit klar. Dass die scheiß schwarze Materie auf deinem Schwert verschwinden lassen. Kommen Sie nicht damit klar. Und du findest zurück? Was wäre denn, wenn nicht? Das hier ist doch quasi meine Heimat. Okay. Aber was, wenn dir etwas passiert? Dann schicke ich Rauchzeichen. Okay. Achte drauf. Ich werde den Meteor aufhalten. Also mach dir keine Sorgen. Hörst du? Kümmer du dich um den Rest. Klar. Ich werde Sephiroth finden und besiegen. Okay? Versprochen? Versprochen. Thank you.
nicht so ein Wallpaper mit ihr? Genau in der Position gerade? Bei der Tiny Bronco? Von damals? Ich glaube ja. No promises await a journey's end. Das ist das Ende, ich hab's so befürchtet. Oh Gott. Sie und auch Zack haben so viel. Zack war ja im normalen Spiel gar nicht drin. Aber sie hat so viel Tiefe gekriegt in dem Spiel. So viel mehr Geschichte. Dass es noch viel schlimmer fällt, dass sie nicht mehr da ist jetzt. Mal sehen, wie lange der Abspann dauert, damit ich mich entspannen kann. Was heißt entspannen? No promises wait at journey's end. Am Ende der Reise erwarten dich keine Versprechungen oder so? Tifa hat nicht mal mit Cloud geredet, das ist irgendwie. Er hat Tifa auch ignoriert. Er hat gesagt, Aerith ist noch da, Alter. Er ist gar nicht bei sich. Er hat das noch nicht gar nicht verarbeitet, dass sie weg ist. Also, dass sie. Man hat jetzt aber auch nicht gesehen, dass er sie ins Wasser gelegt hat, wie damals. Das, er weiß nicht, wo sie hin ist, quasi. Genau deswegen kann sie da auch noch rumlaufen, weil man nicht weiß, wo ihr Körper ist. So gesehen. Was hat man sich bloß dabei gedacht, bei diesem Ende mal wieder? Dann noch drüber nachdenken, dass Zack noch dazukommt und keine Ahnung. Felix Meyer. Genau. Tobias Brechlinghaus, ja. Und auch Gladio. Stefan? Biton? Sid? Moment mal. Stefan mit so einem Apostroph drüber? Also es sieht mir das Video sperrt. Aber ich kann es eh nicht verhindern. Was ist hier Aerith's Lied? Und ja, ich muss jetzt immer noch das Remake weiterspielen, was überhaupt gar keinen Sinn macht eigentlich, weil ich hätte erst Remake durchmachen sollen und Florian Hoffmann, Sephiroth. Additional Voices. Boah, so viel, das so schnell kann ich nicht lesen, ob ich jemanden kenne. Ich glaube, das hätte ich rausgehört bei bekannten, für mich bekannten Sprechern. Die englischen Sprecher hätte ich gern. Jetzt nicht, dass ich das Spiel immer spielen muss, deswegen, aber einfach, dass das da steht. Von den Hauptstimmen zumindest. Vielleicht kenne ich da wen.
Naja, ich hätte eigentlich erst Remake spielen müssen und vor allem auch Intermission. Das Ding von Yuffie. Aber naja. Dafür habe ich es tatsächlich Rebirth durchgezogen. So gut wie jeden Tag ein Video freigeschaltet, seit es rauskam. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Videos es sind. Auf jeden Fall über 150. Und ich habe eigentlich noch was zu tun. Irgendwie Quests und tralala und wer weiß, was ich noch machen kann jetzt nach dem Spiel. So Postgame-mäßig. Ich muss ja noch das ganze Zeug für Johnny sammeln. Heißt, ich muss ja noch Kapitelauswahl machen und... Aber das werde ich, denke ich, nicht aufnehmen. Weil wozu auch, ne? Das ist ja für die Geschichte nicht mehr wichtig, die Hauptstory haben wir gesehen. Ich bin zwischendurch genug umhergeirrt und habe versucht, meinen Weg zu finden. Absolut tolles Spiel. Mit total verändertem Zeug. Auch das zumindest in seiner Vorstellung Cloud Aerith gerettet hat. Weil deswegen sah es ja so aus, als hätte er den Angriff von Sephiroth verhindert, was er nicht hat. In der Realität ist genau das passiert, was passieren sollte. Und auch genau auf dieselbe Art und Weise. Ich frage mich jetzt, oh ja, das Spiel hat auf jeden Fall zu viele Minigames, da stimme ich der Mehrheit wohl zu, die sich darüber beschwert hat. Es hat schon zwischendurch genervt, man muss es nicht machen, aber ja, es stört schon ein bisschen. Ich frage mich jetzt, ob das ein Abschied war von Aerith oder ob sie tatsächlich bei Cloud nochmal ein paar Mal auftaucht im dritten Teil, also im Abschlussteil. Oder ob sie jetzt wirklich hier bleibt und nicht mehr sichtbar ist, auch für mich, die da spielt. Die anderen sehen sie sowieso nicht, das tut ja nur Cloud. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das will, weil die Szene mit ihr, wo Sephiroth kam, war klar, dass passiert. Das hat mich nicht so traurig gemacht, das habe ich nur schockiert, dass es so aussah, als hätte Cloud es abgewehrt. Weil ich wusste, es kommt. Aber danach, dass sie da wirklich noch ist und redet und ja und so und so und so. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal mitmachen würde wollen dann im Abschluss. Das würde dann aber auch keinen Sinn machen, von vorne bis hinten, dass sie da noch mitmacht. Sie wird sicherlich nochmal ab und zu sehen sein. Genau wie Zack, weil... denke ich. Wenn die beiden sich am Ende finden, innerhalb ihrer Welt, ihrer Zeitlinie jetzt quasi, wäre das auch ein schönes Ende. Zumindest das. Aber wo sie zu Cloud gesagt hat, ich weiß nicht, Mögen hat ja viele Facetten. Viele Bedeutungen, aber ich weiß noch nicht, wie ich dich mag. Sie hat doch beim Date gesagt, jetzt mag ich dich so wie ihn oder so? Wie Zack? Heißt, sie würde auf Cloud stehen? Es ist die Frage, Nicht, dass es wichtig ist, aber... Das Date hätte auch jemand anders haben können. Das ist ja wahrscheinlich unabhängig davon. Stimmt, das mit den Dates wollte ich noch machen. Das kann ich ja jetzt quasi triggern. Das kann ich mir noch angucken und noch aufnehmen. Noch mal ganz viele Szenen aus dem Game. Gut, dass ich noch mindestens 25 Minuten Zeit habe auf meiner Uhr. Dass ich doch so lange machen wollte. Als ob ich es geahnt habe, ne? Alle, die mitgemacht haben. Weshalb so ein Abspann immer mal wieder 10, 15 Minuten dauert, was völlig okay ist. Es ist ein riesiges Rollenspiel mit so vielen Facetten. Und es ist bloß Teil 2 davon.
das auf eine CD passt, hat mich gewundert. Obwohl, ich habe ja gar keine CD. Ist ja Quatsch. Ich habe es ja digital. Ich weiß gar nicht, ob es Rebirth, ob es zwei CDs hat oder so. Ich glaube ja. Ein Remake hatte ja auch zwei. Eine Installations-CD und die Spiel-CD. Müsste Rebirth dicke aber auch zwei haben. Ich weiß nicht, ich hab's digital. Das Original hatte drei CDs. Also, für damalige Verhältnisse auf PS1, da war die Grafik natürlich noch nicht so gut wie jetzt. Aber ja, die Dates werde ich wohl definitiv noch gucken. Beziehungsweise als Video dann doch mit Stimme. Ich werde das nicht einfach nur aufnehmen. Ich will ja reagieren. Ich habe ja keine Ahnung, was mich erwartet. Fashion, wie ich es mache. Wenn das einfach zu triggern ist, dass ich es auswählen kann, werde ich das in Kapitel unterteilen. Innerhalb des Videos kann man ja bei YouTube mittlerweile per Videobeschreibung Zeitstempel, dann sollte das gehen, wenn es einfach ist. Ich hoffe mal ja. Nicht, dass man irgendwie das ganze Kapitel spielen muss bis dahin. Das ist, ja, sehe ich ja dann. Ich bin auch gespannt, ob Postgame-mäßig irgendwas geht. Sollte aber eigentlich, ne? Das ist... Sowieso habe ich vieles nicht gemacht. Eben auch die ganzen Dinge von Johnny, die ich noch sammeln müsste. Um sein Hotel da perfektionieren und... auch wenn ich es wirklich nicht will, irgendwie. Sephiroths Musikstück fürs Klavier zu kriegen. One-Winged Angel, das ist die reinste Beleidigung. One-Winged Bastard ist wohl besser. Ich hasse den Kerl. Abgrundtief. Wie kannst du jemanden hassen, der nicht existiert? Wie kann man jemanden weinen, der nicht existiert in einem Videospiel? Das geht auch. Man investiert doch irgendwie, oder zumindest geht's mir so. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Irgendwie eine Verbindung entsteht zu den Charakteren, wenn man so lange spielt. Und allein schon die Verbindung durch früher. Mit Aerith vor allem. Da bleibt es nicht aus, dass ich hier Ross und Wasser will. Character Art ist Sweetie K. Okay, Sweetie. So viele tolle Menschen, die mich so viele Tränen gekostet haben und die natürlich das Spiel abgeschlossen haben mit Aerith Ende. Aber da fehlt doch der ganze Teil mit Sid und die Erklärung mit der Rakete oder was war, mit dieser Frau bei ihm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß. Bei ihm in seiner Stadt war man echt nicht. Und da war Aerith noch da, als man da war eigentlich. Existiert die Stadt nicht mehr oder kommt man da jetzt erst hin? Das wäre Quatsch. Man ist jetzt auf dem Weg dann in den Norden. Es wird komisch sein ohne Aerith. Das muss ich zugeben. Dass sie einfach nicht mehr da ist und man sie nicht mehr steuern kann. Ich hätte jetzt was gesagt, kann ich ein anderer sterben als sie. Also, obwohl ich keinen missen will von allen, die dabei sind. Nicht mal Kate Sheet. Also, den habe ich auch irgendwie. Auch wenn er ein kleiner verräterischer Kater war.